Jetzt bin ich gerade bei meiner Mama. Meine Mama ist überglücklich. Meine Mama konnte ja wochenlang nicht mehr raus. Und jetzt war sie eine ganz lange Tour, Bummeltour, Shoppingtour über die Friedrichstraße, über den Kudammsee gebummelt und hat sich gefreut. Oh, die Berliner Luft ist doch die beste Luft, la Mami? Micha. Schöne Scheiße. Gib mal, Papa, gib mal ein bisschen. Gib mal ein bisschen. Mama ist die Beste. Und, Mama, ich habe ja öfters Videos von uns gepostet und da kam wirklich Kritik von einigen Leuten und die meinten, wie kann ich es zulassen, dass meine Mama hier in Kreuzberg wohnt, wo eigentlich nur noch von wie viele Mietparteien haben wir hier? Also wie viele Wohnungen? Sechs Stockwerke. 35 Parteien, davon sind noch 4 Deutsche. Und Der Rest sind alles Multikulti-Migrationsfreunde. Und sie möchte hier nicht weg. Ich würde das gerne organisieren, aber Mama, du willst hier bleiben. Und du fühlst dich ja glücklich. Ich fühle mich hier wohl. Ja. Mir hat noch keiner was getan. Sind alle ruhig. Mama, guck doch mal hier hin. Die haben letztens doch auch tatsächlich behauptet, weil du nach oben geguckt hast bei unserem letzten Video, du hast alles abgelesen. Nein, ich habe nicht abgelesen. Du guck doch mal hier rein, du liest gar nichts ab. Mama, ihr Lächeln, jawohl, ist mein Sieg. So sagt Kisi Rap, Rap, Rappel. Ihre Tränen heißen Krieg. Ja, das kommt ein Song vor von Kisi Rappel. Ihr Leben heißt Frieden. Das sind Songzeilen von Kisi Rebel, die Anhörung. Mama? Ja? War ich früher schon immer so ein bisschen? Hä? War ich früher nicht so. Nee? Nee, du hast jetzt erst eine Macke gekriegt. Kann es sein, dass ich vielleicht doch zu viele Kämpfe gemacht habe? Nee. Nee? Na, woher kommt denn die Macke? Weiß ich nicht, die kommt mit dem Alter. Also du sagst, es wird noch schlimmer, ja? Ja, das wird noch schlimmer bei dir. Ah, ja. Mann. Das ist mein Beschützer. Da ist der Bodyguard. Ich hab dich lieb. Mach dir alles im Facebook drin. Ja, ja.